Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM 22. Wir haben Andorra auf dem Plan, spielen gegen Island und San Marino und es wäre schön, wenn wir zwei Siege holen würden, weil das wäre halt schon sehr geil. Gibt ein bisschen was Neues auf beiden Seiten. Und zwar haben wir erstmal die Copa del Rey Auslosung für die erste Runde. Mal gucken, ne? Machen wir einfach so. Zack. Wir spielen gegen Cultural Leonesa in der vierten Liga. Jo, sollte man hinkriegen. Dann kann ich euch sagen, dass N'Gessan ganz schön rumgeheult hat. Dass er momentan so wenig spielt, fand ich nicht so schön. Finde ich gerade nicht. Ach, hier. Ja. Und dann habe ich mir einen neuen B-Trainer gesucht und den bekommen. Mit Justo Ruiz, oder halt U21, sorry, U21 ist es. Der war vorher U19-Trainer und davor U21-Trainer und soll jetzt U21-Manager werden. Irgendwie so, ja. Ihr habt es ja gesehen. Irgendwie so wird das schon sein. Und dann hatte ich mir noch einen neuen Assistant-Manager gesucht. Da haben zunächst zwei abgelehnt, das fand ich nicht so schön. Ja, dann habe ich einen neuen bekommen, nachdem Sebastro und Rosa abgelehnt haben mit Echeverria, der so aussieht. Also eigentlich ganz okay. Wird jetzt halt unser, ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ne, was der alles macht. Also ich nehme mal an, der macht jetzt halt auf jeden Fall die Pressekonferenzen, so wie das unser Coach in der Liga macht. Ansonsten mal gucken, alles. Immer noch reinfuchsen, alles in Sachen Nationalmannschaft. Ich muss ab und zu ein bisschen nach draußen gucken, weil ich warte auf den Paketmenschen. Nur damit ihr euch nicht wundert, wenn ich ab und zu kurz abgelenkt scheine. Aber wird, glaube ich, nicht so oft passieren. Und ja, Estland. Er hat einen Unentschieden gespielt. Meine Güte, ist das warm. 24 Grad hier drin, alles klar. Wir haben halt den 11. Mai. So, der Nächste, der rumheult, dieses Mal ist es Mikko Tatze, der hat zum Glück keinen neuen Vertrag mehr möchte, nachdem Junior Franco das gelöst hat. Absolute Maschine, der Typ. Ich hatte jetzt nicht so viel Kaderplanung gemacht, weil ich ehrlich gesagt auch gar keinen Bock hatte. So, Aufstellung habe ich schon gemacht. Vicente und Trigueros sind heute unsere Außenspieler. Barba ist auf der 10, Gilherme geht auf die 8 mal. Bin gespannt, wie das so läuft. Wale vorne. Und dann sind es 8 Änderungen im Gegensatz zum Spiel gegen Litauen, was wir, glaube ich, verloren haben. Obwohl, ja klar, das war doch die rote Karte oder so, was ähnliches, ne? Wobei wir so oder so extrem viele rote Karten bisher bekommen haben. Mal gucken, wie es jetzt läuft gegen Island. Ich hatte mich jetzt extra nicht für das 4-1-2-1 entschieden, sondern für das 4-3-3, einfach nur, weil ich mal gucken wollte, wie das jetzt so läuft mit den etwas besseren Spielern, weil beim letzten Mal, als wir die erste Nominierung hatten, waren ja die Spieler nicht so gut. Oder halt nicht so, was man sich wünscht bei der Nominierung. Bin ja sehr froh, dass wir die Andorra-Challenge gemacht haben und nicht die San Marino-Challenge, ne? Ich glaube, das wäre nochmal sehr, sehr viel schlimmer geworden. Ui, jupp, es gibt Elfmeter, weil Barba der Vollidiot ist. Er hat den Ball entweder mit der Hand gespielt oder hat geschubst. Ich glaube, er hat eher geschubst. Und, Salinas hält den Elfmeter. Sieh mal einer an. Ist heute drinne für Ikal Vardes, weil der war die letzten Spiele auch nicht so toll. Der ist zwar halt von Stärke her, ne? Soll er gut sein, aber ist er halt nicht. Oh, Gilherme, das war nicht gut. Hat den Ball direkt zum Gegner gegrätscht. Und dieses Mal ist Salinas allerdings der Flutschwinger. Island führt nach 26 Minuten. Schade. Ja, unfassbar dumm von Gilherme. Der sollte ja eigentlich das Team leiten, ne? Als wirklich mit Abstand bester Spieler in diesem Team. Aber das haben wir auch schon bei uns gemerkt. Er ist halt wirklich ein absolut krasser Mitläufer, ne? Von ihm selber kommt nie Leistung. Es kommt wirklich nur Leistung von ihm, wenn die anderen starke Leistungen abliefern. Das ist halt richtig, richtig nervig. Ich meine, es ist teilweise auch geil, weil sowas hast du zum Beispiel in FIFA zum Beispiel nicht. Aber das ist halt richtig nervig für uns, aber richtig interessant, dass es so im Spiel ist. Und oh, heilige Scheiße, Baba. Und es zieht sich halt wirklich jetzt durch ein paar Saisons durch und ich bin und bleib bei der Meinung schon seit 3 Jahren oder so. Und klar, es ist ja immer noch 20 oder 21, whatever. Aber irgendwo hört es ja nochmal auf, ne? Island macht es stark. Schön aufgepasst von Vicente. Gibt jetzt vielleicht mal einen guten Angriff.
Und übrigens auch mal ohne Juan Fernandes, ne? Kein guter Ball daneben von Pelayo Garcia. Moreira pennt und oh mein Gott, Salinas ist aber auch nicht so gut. Und das meinte ich übrigens auch, warum sowohl er als auch Oliveira wohl keine Chance haben, jemals bei uns den Stammtorhüterposten beim FC Andorra übernehmen zu können. Ich werde mal auf das 4-1-4-1 gehen, nach dieser Szene, die wir jetzt haben. Schöner Ball vielleicht. Trigueros! Sehr schön! Zweites Nationalmannschaftstor. Sehr gut. Ausgleich. Gehe trotzdem zurück auf das 4-1-4-1, einfach weil ich da glaube, dass das 4-3-3 wohl doch nicht so gut funktioniert gegen eine wirklich deutlich stärkere Mannschaft. Gegen San Marino werden wir aber auf jeden Fall wieder 4-3-3 spielen. Julian Brandt mal 6,5 ist das schlechteste im Team mit Garcia und Wale. Das ist nicht gut. Ich weiß, ihr seid scheiße. Ich weiß, ihr denkt immer, ihr verliert jedes Spiel, aber muss doch nicht sein. Und ihr seht ja auch, Julian habe ich heute mal als Box-to-Box probiert, um zu schauen, ob er da vielleicht ein bisschen mehr aufblüht. Mm-mm. Hat auch schon überlegt, vielleicht eine komplett andere Taktik spielen zu lassen in der Nationalmannschaft, um die Spieler halt quasi wie die echten Teams das machen, etwas abzuändern. Ich glaube, Hakimi beispielsweise ist da ein gutes... Erstmal aufpassen. Ach, Salinas. Eieiei. Ich glaube, Hakimi ist da ein sehr gutes Beispiel. Der spielt ja für den Club sehr, 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 sehr oft Rechtsverteidiger, aber für die Nationalmannschaft spielt er fast ausschließlich rechts außen. Dass wir dann vielleicht sagen, okay, Gilherm ist kein ZM, sondern vielleicht eher eine hängende Spitze, vielleicht sogar eine falsche 9. Weil Stürmer sind ja bei uns auch sehr rar gesät hier in dieser Nationalmannschaft. Bei uns wird Sicardo reinkommen. Der natürlich nicht dabei ist, weil er gesperrt ist. Dankeschön. Na gut, das werden wir verlieren. Schade. Ja, wir gehen mit. Unsere Nummer 3, das ist Pelayo Garcia, geht mit, aber der soll auch übrigens gerade ausgewechselt werden. Aber dann macht er halt nichts. Ach, und mal wieder der Bug mit den Trikots. Das zweite Mal jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit. Was ist denn da los? Er hat gar nichts mehr, ne? Gar keine Textur, nicht mal eine Hauttextur. Außer die Haare, die sind weiß. Er hier auch. Ja, die anderen hier? Oder ist er einfach so dunkel? Das war Tam jetzt, ne? Der Innenverteidiger. Na gut, passt nicht so wirklich, ne? Zu dem, was wir jetzt gerade gesehen haben. Ja, gut, das passt nicht wirklich. Der war jetzt wirklich nur die Haarfarbe richtig. Antonov, ja, das... geht nicht rein. Simplyfans, ja? Hashtag Simplyfans, okay. Mhm, sehr interessant. Also heute war nicht gut. Wir suchen immer noch so ein bisschen die Balance zwischen Spielern, die halt für die Nationalmannschaft gut spielen. Dass es so schlecht ist, hätte ich mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt, weil ich schon dachte, dass wir mit den Spielern, die wir haben, gerade auch Gilherme, schon einen besseren Eindruck hinterlassen können. Aber ihr seht ja auch, ne, Gilherme 6,3. Jetzt könnte man argumentieren, klar, die... Na, kriegt er den? Ja, Funes, was macht er daraus? Macht das Tor. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, wenn man weiß, dass Gilherme der beste Spieler des Gegnerteams ist und der Rest halt extrem Trash ist, dann gehst du halt auf extreme Manndeckung bei ihm und dann hat sich das erledigt mit einem Andorra-Spiel. Das Ding ist aber halt, es fällt ja auch auf beim FC Andorra. Also so ist es ja nicht. So, wir werden wechseln. Ach Quatsch, Gilherme wollte ich jetzt noch drin behalten. Julian Lopez kommt rein. Und das ist ja dann der letzte Wechsel, den wir vollziehen können auch, ne? Denke ich mal. Ja, yep. 3 Wechsel auch hier in der Nations League. Versuchen natürlich noch irgendwie den Ausgleich zu machen, aber wird wahrscheinlich nichts werden. Ja, schade. Viel, viel dumme Sachen wieder. Wenig Gutes. Eigentlich habe ich gar nichts Gutes gesehen. Aber ja.
So ist es nun mal. Ein Gesan trainiert auch gleich mal schlecht, ne? Heul so rum, dass er so wenig spielt, aber trainiert dann auch scheiße. Du bist mehr ein King. Naja, so, dann werde ich mal, schon wieder gesperrte Spieler. Dann werde ich mal umstellen für das San Marino-Spiel. Dann werden Yago und Boto auf die Außen in der Verteidigung gehen. Juan Fernandes spielt dann neben Pablo. Ribeiro kommt wieder rein für Carrillo. Barba lasse ich drinne, um Lopez für Guilherme reinzubringen. Und dann auf den Außen werden wir erstmal vorne Javi Funes reinbringen. Und auf den Außen würde ich wahrscheinlich mal Gallardo probieren. Und dann mal gucken, wer auf rechts außen spielt. Vielleicht auch Trigueros. Der spielt ja eh nie für Southampton, von daher kann er auch ruhig mal zwei Länderspiele hintereinander machen. Aber ja. War trotzdem gerade eine sehr, sehr bittere Partie. Ich krieg's nicht wirklich hin, ne, dass die Spieler da ein bisschen klüger agieren. Petkovic ist neuer Trainer von Sociedad, der Schweizer? Ist er Schweizer? Ich weiß gerade nicht, aber er hat mal die Schweiz trainiert, wenn er das ist. Mal kurz schauen nebenbei. Ich hätte jetzt nämlich eigentlich gedacht, er wäre Schweizer. Ist er auch. Oh wow, Wales hat in der Nations League gegen Deutschland gewonnen. Deutschland ja generell immer ein sehr, sehr schlechtes Team, international für im FM. Gut, mit Breitenreiter als Trainer vielleicht auch hinnehmbar. Aber ja. Uff, uff. Andorra mit schlechtester Weltrangplatzierung aller Zeiten. Ja, sorry. Aber momentan ist ja noch viel, viel testen. Ach, guck mal, der war bis Februar jetzt sogar noch Trainer von Bordeaux. Gar nicht mitbekommen. Ah, ich schaue Ligue 1 auch wirklich fast gar nicht. Generell die letzten 2 Jahre habe ich fast kaum Fußball geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie hat mich das nicht so mitgenommen. Und wenn dann jetzt aktuell halt Premier League sehr interessant. Kongna möchte mehr in der Startelf stehen. Ja, ist in Ordnung. Franco, du bist ein King. Du bist ein absoluter King. Und natürlich Serie A, weil da der Meisterschaftskampf auch super interessant ist. Und ja, nebenbei läuft immer Bundesliga. Ach, guck mal, heute ist Coppa Italia. Juve gegen Inter. Gut, dass ich das da gerade nachgucke. Wann kommt denn die Folge raus eigentlich? Ich nehme momentan wieder sehr viel im Voraus auf, weil ich zuletzt super hinterherhing mit den Folgen. Siehst du, da fällt mir ein, ich sollte vielleicht mal die Folge für heute hochladen. Siehst du? Und kaum sagen wir es übrigens, spielt unsere B-Mannschaft gegen die zweite von Bordeaux. Es passt halt alles zusammen. Alles ist connected. Ein einziger Kreis. So, San Marino. Das wird dann, glaube ich, schon das letzte Spiel werden in der Nations League, oder? Jupp, das würde ich dann gerne nochmal gewinnen. Dann hätten wir auch wirklich nur die 2 Siege gegen San Marino. Aber ja, so ist es dann nun mal. So aufgestellt haben wir schon. Pablo ist nicht ganz so fit, Trigueros auch nicht, aber das sollte ja wohl passen. Bin auf Enrique Gallardo gespannt, der keine guten Werte hat. Der wechselt übrigens zu Parma. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er das erst macht. Am 8.1., weil er ist momentan halt quasi vertragslos, aber gut, irgendwas für, irgendeinen Sinn wird das schon haben. Dann passt das so. Ich meine ganz ehrlich, San Marino, ne? Sollten wir jetzt halt schon hinkriegen. War ja auch die erste Partie, die da wenigstens solide lief. Mal schauen. Nur hoffe ich natürlich, dass wir jetzt durch die bisherigen Partien bei Andorra irgendwie noch besseres Spielmaterial bekommen. Trigueros macht das Tor. Also er funktioniert weiterhin sehr gut unter meiner Führung, in meiner Taktik. Das hat sich nicht geändert, scheinbar. Der hatte ja einen harten Durchhänger, als der Wechsel zu Southampton durchging und wir ihn dann noch für ein halbes Jahr geliehen hatten in der Rückrunde. Aber hier zeigt er sich wieder von seiner sehr guten Seite. Funes, auf geht's. Macht das Tor leider nicht. Trotzdem, glaube ich, müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, ihn
eventuell zurückzuholen. Weil ich glaube, da ist Kabel dann doch schon besser. So, wer schießt den denn? Das ist Julian Lopez. Macht er den auch rein? Nö. Schade. Julian Lopez würde ich dann auch gerne in der Rückrunde ein bisschen öfter einsetzen. Beziehungsweise überhaupt mal einsetzen. Er war ja noch gar nicht am Start. Damit da vielleicht ein paar Werte schneller hochgehen. So oder so. Er entwickelt sich ja. Hat sich der Marktwert gerade aktualisiert oder sah das nur so aus? Ich glaube, es sah nur so aus, ne? So, das war ein guter Ball auf Barber. Der spielt ein bisschen spät, aber Javi Funes kriegt den Ball trotzdem und macht das 2-0. Ach, Mann. Hätte der das einfach mal gegen Estland gemacht, ne? Nations League ist auch nur alle 2 Jahre, ne? Ich glaube, wir sind dann nächstes Jahr sofort dran in Sachen EM-Quali. Da müssen wir dann halt bereit sein. Mit der Mannschaft Platz 2 zu holen, wird schon enorm schwer. Um dann halt in die Playoffs zu kommen. Anderweitig werden wir natürlich keine Chance haben, uns für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Egal, wie viele da mittlerweile dabei sind. Trigueros mit dem nächsten Tor, sehr schön. Sieht doch alles hier zumindest sehr gut aus. Wenn dann nicht so ein Gegentor wäre. Also Salinas hat sich anscheinend sehr viel bei Jeskilainen abgeschaut, denn er macht genau den gleichen Fehler, rennt hier blind raus und weiß dann halt nicht, dass er gegen Cenzoni entweder reingehen muss in diesen Zweikampf oder halt einfach im Tor stehen bleiben soll. Eigentlich muss er rausrennen und den Ball haben. Ja, das ist das Typische, wenn er rausrennt, muss er ihn haben. Aber das war wieder so ein halbherziges Ding, wie es halt auch Jeskilainen super oft macht. Barber setzt sich hier durch und schießt dann deutlich vorbei. Dann würde ich mal gucken, dass wir... Ja, was eigentlich? Boto vielleicht rausnehmen, wenn er dann am Wochenende spielt. Wobei Olmedo am Wochenende spielen wird. Wir haben dann nächsten Mittwoch direkt Celtic. Und der Rest wird ja bei uns nicht spielen. Trigueros, schade. Vielleicht immer ein bisschen Bias reinbringen. Nur aufpassen, dass der nicht schon wieder rot bekommt. Das war, naja, ich wollte gerade sagen, gut abgefangen, aber im Prinzip hat er auch nichts gemacht, außer dastehen. Funes ist etwas besser als Wale. Ah, der Vergleich hinkt halt auch, weil er eben jetzt gegen deutlich schwächeren Gegner spielt. So, Colin kommt rein, aber ich wollte ihn für Barber reinbringen und Trigueros auch noch rausnehmen. Das Ganze dann für Vicente. Der dann nochmal 15 Minuten spielen soll. Colin, Ex-Spieler von uns, hat sich nie durchsetzen können aufgrund seiner Werte. Man sieht es ja auch, die sind nämlich wirklich gut. Trotzdem 17, jetzt 18 Länderspiele. Zeigt auch, was für eine Qualität diese Mannschaft halt hat oder eben halt auch nicht hat. Ja, das war nichts von Lopez. Das war leider auch nichts von Ribeiro. Immerhin war das mal eine Parade von Salinas. Ganz schön viele Verletzungen bei den anderen Spielen, ne? Habe ich gerade rechts oben gesehen. Also mindestens 4 habe ich, glaube ich, gesehen. Bei Armenien 2. Schauen wir gleich nochmal. Colin. Schöner Ball auf Vaez. Ach du Schande. Ah, das war eine rote Karte beim Gegner. Ja, was machen wir jetzt daraus aus unserer ersten... aus unserem ersten Wettbewerb mit Andorra? Hier aktuell 4-1. Vicente mit dem 4. Gegen San Marino das andere Spiel auch gewonnen. Gegen Estland... im ersten Spiel echt gut gespielt, aber halt keinen Sieg geholt. Und dann, ja, gegen Litauen auf den Sack bekommen. Gegen Litauen fast gewonnen, aber dann
Nicht fast gewonnen, aber halt auch sehr viel Bullshit gemacht. Schwierig. Ist echt schwierig, was man jetzt daraus machen sollte. Welche Schlüsse man daraus zieht. Du merkst auf jeden Fall, dass einige Spieler überhaupt nicht Material sind für Größeres. Das Problem ist, es ist einer der besten Spieler dann mit Jules Herme. Ja, Sicardo hat uns hier halt wirklich den Sieg gekostet. Ansonsten wäre das halt komplett anders gelaufen wahrscheinlich, ne? Dann hätten wir vielleicht gegen Estland besser spielen können, mit mehr Rückenwind. Aber wenn du dann halt so eine Vollidioten hast, und das war auch nicht das erste Mal, dann wird's halt schwierig. Dann wird's halt richtig schwierig. Aber gut. So, Länderspielzeit ist also mal wieder vorbei. Wir konzentrieren uns auf die Liga. Und Jeski Lane hat sich verletzt, 6 bis 9 Tage. Ich werde ihn mal fit spritzen, damit er da auf jeden Fall safe für die nächsten beiden Spiele ist. Ich scoute momentan Keeper. Ich würde es wirklich sehr, sehr gerne im Winter schon den Keeper holen, weil Jeski Lane ist, ja, ein Torhüter, der mich nicht sehr zufriedenstellt aktuell. Findest dürfte bei den Andorra-Jungs jetzt auch eh komplett passen, ne? Das sind halt 6 Tage komplette Regeneration. Ja, und dann Celtic. Platz 4 in der Euroleague. Wir haben momentan gute Karten, sogar weiterzukommen. Aber auch Juan Fernandes Copa-Trophäe, alles klar. Also wir haben momentan. Sorry. Wir haben momentan Platz 2 inne in dieser Gruppe B. Wäre natürlich dann schon schön, wenn Newcastle gegen Brügge gewinnen würde, auch gleichzeitig. Muss nur ab und zu halt schauen auf mein Handy, weil ich momentan halt dringend darauf warte, dass ich vielleicht hoffentlich eine Bestätigung bekomme, dass ich eine Wohnung bekomme. Momentan die beste Chance, eine Wohnung zu bekommen. Nur halt Konkurrenz ist in Berlin extrem gut und oder oh, extrem viel zählig. Viel zählig? Die Anzahl der Konkurrenz ist extrem hoch. Und da hoffst du natürlich, dass du dann irgendwann einen Anruf bekommst und gesagt wird, ja, Brudi, komm mal her, machst du einen Mietvertrag unterzeichnen, ist geil dann, ne? Oh, Ancelotti sucht nach Leihoptionen für Corona. Oh, okay. Lieber nicht. Wie nennt sich denn jetzt eigentlich Jesus Corona? Also er hat auf dem Trikot stehen, Tesacito? Tecatico? Er ist ja Mexikaner, ne? Die Frage ist, wie verhält sich das C im mexikanischen Spanisch? Verhält sich das anders als im normalen Spanischen? Es ist ja Ceballos, ne? Aber man sagt ja auch Tuco. Also haben wir. Aber man sagt ja aber auch Celta de Vigo. Oder es ist Celta de Vigo. Es ist auf jeden Fall. Ach guck mal, Celtic Glasgow und dann Celta Vigo. Ja, wie spricht man den Trikotnamen von Jesus Corona jetzt am besten aus? Ach, Tito war es am Ende. Also Teca Tito oder Tesa Tito? Wann habe ich denn zuletzt mal ein Sevilla-Spiel gesehen? Puh. Das müsste, glaube ich, noch gar nicht so lange her sein. Aber ich schaue halt Fußball auch meistens, wenn dann ohne Kommentar, beziehungsweise halt mit Sound aus. Keine Ahnung. Barca hat gewonnen und Sociedad unentschieden. Wichtig für uns ist ja aktuell eher so, dass Cadiz jetzt nicht mal so krass wegzieht. Die pushen ja ohne Ende. Angestachelt von Ivica Olic, unserem Co-Trainer, nachdem er gesagt hat, die werden niemals in ihrem Leben Meister. Dann so, upsie. Atletico möchte Flavio Roca haben. Unseren Scout. Sie wollen den allerdings als Assistenztrainer. Interessant. Wo ich das sehe, fällt mir ein, man kann ja mal ruhig nach neuen Scouts fragen.
Flavio Roca dürfte unser Südamerikaner sein, der echt gute Nationen hat. Ich werde ihm mal einen neuen Vertrag anbieten, damit er bei mir bleibt. So, und jetzt Elche. Ich muss mir gleich unbedingt nochmal an. Kann ich auch einfach mit euch machen, ne? Wo wir heute so frei sind. Tecatito, vielleicht hat das jemand bei Vorwort. Nee, hat's nicht. Muss mir eine Kopfhörer holen hier. So, okay, vielleicht Celta Vigo. Vielleicht kann man es dadurch ableiten. Leute, könnt ihr nicht mal irgendwie die Festival Mundo Celta habe ich. Auch Spanisch. Okay, höre ich mir mal an. Ich weiß gar nicht. Ich hab gar nicht den Sound drinnen, ne? Vom Browser. Aber ich höre trotzdem mal rein. Festival Mundo Celta. Sang Celta. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört. Weil ich muss mal kurz im OBS schauen, ob der das mit aufnimmt. Festival Ah, er Mundo hört's auf. Er Celta. nimmt's auf. Okay. Okay. Okay, also es ist Celta Vigo, ne? Wie halt auch alle immer sagen. Ist es denn auch Elche? Weil das habe ich noch nie nachgeschaut, weil ich mir immer sicher war, dass es halt das ist, weil ich es mal gehört habe. Warte. Wir spielen gleich, ja? Wir machen nur gerade. Ah, mein Stift! Krei. Elche. Ja, eher so ein Che, ne? Anstatt ein Elche. Elche ist es. Elche. Ja, Elche. 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 Okay, Elche ist es eher. Nicht Elche, sondern Elche. Okay. Wir spielen jetzt gegen Elche. Ach, Leute, ey. Wir haben Klaus und Carillo vorne. Toni Villa? Ist hier noch ein L? Ein I? Nee. Mascarell, ja, mal gucken, ne? 20. in der Liga. Also. Elche jetzt. Wir spielen, ne, in diesem asymmetrischen. Haben 6 Änderungen im Gegensatz zum letzten Spiel. Ach Gott, ey, wir schwören ja schon wieder Böses, ne, gegen den Tabellenletzten. Wir haben anscheinend auch zuletzt gegen die verloren, weil wir das gerade sagen konnten. Kann ja nur lustig werden. Szene direkt zum Start. Ingesan, läuft und läuft. Schwärmer hat auch ein bisschen Platz. Oben ist viel Platz für Olmedo. Ja, schade. Guck mal, ein Zustellstopp noch. Also, wenn gleich irgendwas abgehakt ist, nicht wundern, dann habe ich kurz ein Paket abgenommen. Jim Hermes Kopfball. Keine Gefahr für Cardenas im Tor von Elche. Von Fernandes gut. Direkter Gegenkonter vielleicht. Engesan. Schickt Valles. Ah, der hat nicht wirklich die Lücke gefunden. Jim Hermes, starke Ballannahme. Ball in die Mitte, Mikautadze. 1-0. Gar nicht, wo der parken möchte, ne? Schon wieder alles voll hier. Weil die Leute ja auf einmal irgendwie 4 Autos haben müssen. Das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, ne? Also, weißt du, wohnst hier in der Gegend, die nicht wirklich schickimicki oder so ist? Also, so viel Geld dürften die Leute hier nicht haben. Die Straße ist auch super eng. Und du bist halt in der Stadt, ne? Und du hast einfach 3 Autos. Gut, einer davon ist ein Firmenwagen, aber trotzdem verstehe ich nicht so wirklich, warum der Firmenwagen dann hier stehen muss. War jetzt richtig schön. Sehr, sehr schön sogar. Ich bin aber noch ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt, weil wir haben auch schon zuletzt mal ein 2-0 aus der Hand gegeben, weil dann so ein Vollidiot meinte, ach, wir nehmen mal ein bisschen rote Karten mit. Aber okay, 2-0-Führung ist schön. Muss jetzt auch übrigens gleich die Bestätigung folgen. Ruiz klärt. Zu niemanden außer leider Saliba. Nicht Salva. Ja. Ja gut, sollen die Leute halt machen, ne? Ich meine, ich habe selbst kein Auto, von daher, mir wird kein Parkplatz weggenommen. Nur du wunderst dich dann halt immer, wenn die Leute da mit ihren 3 Autos direkt hintereinander stehen und fragst dich, Leute, wenn ihr schon 3 Autos habt, warum kauft ihr euch dann nicht hier eine Garage da hinten? Du kannst sie halt wirklich anmieten hier, relativ weit, nicht weit entfernt. Stark! Und dann ist es ein Lupfer! An die Latte. Mann, Gilherme. Ich bin drauf und dran zu sagen, wir nehmen Gilherme seinen Namen weg, ne? Dass er nur noch Gilherme Fernandes heißt und wir dann einfach Fernandes zu ihm sagen. Anscheinend
Kommt er mit dem Namen Guilherme nicht klar oder irgendwas? Wir müssen irgendwas mal probieren, damit er das besser macht. Mann, ey. Man hat eine Vorlage immerhin in dieser Partie bisher. Also es ist halt echt frustrierend, Guilherme zuzuschauen. Auch wenn er das hier überhaupt stark gemacht hat und danach direkt gefoult wird. Schiri, guck mal bitte hin, ne? Heißt Einzustellstopp, dass ich der Nächste bin oder Einzustellstopp, dann bin ich der Nächste. Ich verstehe es jetzt so, dass ich der nächste Zustellstopp bin. Das ist aber auch unterschiedlich, ne? Zwischen Amazon beispielsweise. Ich weiß nicht, ob überall das Amazon Live-Tracking ist. Ich glaube, das ist nur in den Großstädten immer noch. Aber ich glaube, bei DHL ist, wenn man als der nächste Zustellstopp steht, ist man selbst der. Aber nicht safe, ne? Bei Amazon ist dann, du bist der nächste Halt. Bin der einzige Halt. Ich sende leider drüber. Immerhin, was man sagen kann hier, das Spiel sieht relativ souverän aus. Wir hatten zwar eine gute Chance für Elche, aber sonst haben die zu unserem Glück, sage ich jetzt mal, fast gar nichts hier gezeigt in dieser Partie bisher. Wir selbst hatten genug Chancen, das 3 oder sogar 4-0 zu machen. Haben diese dann nicht genutzt. Kennt man ja auch irgendwie von uns. Aber ich glaube, dieses Spiel werden wir gewinnen. Ich glaube, das kann man jetzt schon relativ safe sagen. Guti. Auf zum nächsten, dann in der nächsten Folge. Das Ganze dann mit Celtic. Schauen, was das dann so wird. Hier wichtige 3 Punkte. Cadiz spielt noch, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit, dieses Spiel, weil ich wissen möchte, wie die wohl spielen werden. Jeski Lane fällt 1 bis 2 Tage aus, halb so tragisch. Leistung von Engesan stellt Ibiza Olic zufrieden. Ivi, da müssen wir mal ein bisschen miteinander reden, ne? Weil mich stellt die Leistung nie zufrieden von Engesan. Ich mache nur noch kurz hier rein, dass die Jungs ein bisschen Teamgeist trainieren sollen, damit die sich richtig lieb haben, auch auf dem Platz und privat im Bett und so, was soll man, ne? So, das brauchen wir nicht. Überblick für Spieler auf nationaler Ebene brauchen wir auch nicht. Sind ja eh fast nur unsere Spieler dabei. Und Cadiz dürfte ja höchstwahrscheinlich jetzt hier am Montag spielen. Scouting abgeschlossen von den Torhütern, nehme ich mal stark an. So, Granada, wäre richtig cool, wenn ihr gewinnen könntet. Unentschieden ist auch in Ordnung. 2 Punkte sind es also auf Platz 3 und 4 für uns nach dem 14. Spieltag. Cadiz ist momentan unser ärgster Konkurrent, würde ich sagen, für diesen 4. Platz. Es ist noch früh, wir haben noch richtig viel zu spielen. Mal schauen, Sevilla pusht auch stark. Valladolid ist auch wieder gut dabei. Wir haben allerdings auch schon 5 Punkte Vorsprung auf die. 5 Punkte Vorsprung heißt hingegen aber auch nach dem 14. Spieltag auch wiederum nichts, wenn wir nach vorne sagen, dass nichts, ne? Atletico, Bilbao werden auch noch irgendwann anfangen zu pushen, denke ich. Gerade Bilbao. Bei Atletico bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ja, würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Das Ganze dann am Montag. Habt ein schönes Wochenende. Und ja, bis dahin. Tschüss.